Hi, ich bin's, Chrissy von meintraumhund.de und im heutigen Video möchte ich endlich auf die häufigsten Leserfragen eingehen zum Einzug unserer kleinen Cleo, beziehungsweise, ja, eigentlich ist es so mehr oder weniger ein großes Thema, was wohl alle am meisten beschäftigt, und zwar, wie geht's denn Myla damit? Und ja, wie geht Myla denn jetzt damit um? Und wie klappt denn auch das Zusammenleben? Und wie steuere ich denn auch? Also was steuere ich, was lasse ich laufen? Und wie verstehen sich die beiden denn auch miteinander? Und ja, tatsächlich, also eins vorweg, Myla geht's gut. Myla geht das tatsächlich sehr gut. Myla verpackt das viel, viel besser, als ich angenommen und erwartet hatte. Und das macht mich einfach super glücklich, weil, ja, ihr wisst es alle. Myla ist einfach mein Herzenshund und natürlich ist mir wichtig, dass es ihr weiter gut geht. Und Myla macht das tatsächlich sehr großartig, auch mit Cleo. Man muss dazu sagen, dass das, was ich jetzt berichte, nicht die Pauschallösung ist für jedes Zusammenführen eines erwachsenen Hund und eines Welpen oder in dem Fall Senior und Welpen, sondern dass das immer total individuell zu betrachten ist. Das bedeutet, je nachdem, wie der erwachsene Hund drauf ist und tickt und je nachdem, wie der Welpe drauf ist, wird das Zusammenführen oder auch überhaupt das Zusammenleben und wie viel man steuert oder nicht, total unterschiedlich ausfallen. Bei Myla war es so, dass ich angenommen habe, dass ich super, super viel steuern muss. Und ja, natürlich steuere ich auch viel. Das liegt aber daran, dass Myla nicht besonders gut Grenze setzen kann, nicht besonders klar ist in ihren Ansagen und eigentlich viel zu nett ist für die Welt. Und ja, das führt natürlich dazu, dass so ein Labrador-Welpe, egal wie zuckersüß er ist, dem erwachsenen Hund dann früher oder später auf der Nase rumtanzt, und das ist kein schönes Zusammenleben und ist auch nicht sinnvoll, also auch nicht für den Welpen. Das bedeutet, für mich war klar, wenn diese kleine Maus bei uns einzieht, dann werde ich das ganz piano angehen lassen, werde erstmal schauen, wie Myla insgesamt denn mit der Situation auch umgeht, werde schauen, wie sich dann auch die kleine Maus so zeigt, und werde mir dann anschauen, wie die beiden miteinander interagieren. Und genauso haben wir es gemacht. Das heißt, ja, also auf der Rückfahrt, wir hatten eine relativ lange Heimreise vom Züchter, ist erstmal noch gar nichts passiert, ne? Also Myla fährt hinten drin in ihrer Box mit, hinter den Fahrer und Beifahrer, hinter dem Beifahrersitz, genau. Die kleine Maus war vorne bei uns im Fußraum in der kleinen Box, und so sind wir nach Hause gefahren, haben immer wieder Halt gemacht, auch beim Halt, da haben die sich mal gesehen, aber Myla hat die eher links liegen lassen und Cleo hat gesagt, oh ja, okay, da ist jemand, aber na gut. Also es war einfach gar nicht so relevant. Erst nach unserer Rückreise, als wir daheim angekommen sind, da haben wir beschlossen, dass wir natürlich jetzt kontakten lassen und gucken, und haben das ganz entspannt anlaufen lassen und haben dann entdeckt, dass das tatsächlich ganz nett ist, dass sich Cleo tatsächlich recht rücksichtsvoll verhält, dass die auch wieder ablassen kann im Kontakt, ne? Also da gibt es einfach auch Welpen, die kriegen dann so gar keinen klaren Kopf mehr und sind nur noch am Kleben am erwachsenen Hund. Wir haben gesehen, dass Myla sehr wohl ganz gut damit klarkommt, und ja, da habe ich schon entschieden, alles klar, ich werde wohl doch etwas mehr laufen lassen können, als ich ursprünglich dachte. So. Grundsätzlich muss man trotzdem sagen, also auch hier wieder eine sehr individuelle Geschichte. Habe ich einen Hund, der von sich aus sehr klar Grenze setzen kann und der einfach dem Welpen beibringt, du pass mal auf, also hier zum Beispiel quer durchs Wohnzimmer springen und mich dann einmal anspringen, das geht nicht, weil das wird korrigiert, dann kann ich eventuell sowas auch mal mehr laufen lassen. Das sind so Dinge, die funktionieren nicht. Da bin ich tatsächlich in der Verantwortung. Das heißt, ja, wenn Myla irgendwo entspannt ruht oder liegt oder schläft und Cleo überlegt sich gerade, ob es vielleicht sehr lustig wäre, diesen Hund jetzt aufzuwecken, dann bin ich da im Hintergrund und achte darauf, dass sie eben nicht einfach und plötzlich losspurtet. Denn Myla würde in dieser Situation einfach zu wenig reagieren, zu lieb sein, in Anführungszeichen. Und das würde langfristig nur für Stress bei Myla sorgen, ja, und würde dazu führen, dass Cleo einfach total respektlos durch diese Welt tanzt. Und das wollen wir ja nicht haben. Das heißt, ja, ich lasse Kommunikation laufen zwischen den beiden. Aber vor allem dann, wenn ich sehe, dass es für Myla einfach auch passt, ja, dass Myla hier auch mal verschiedene Wege wählt, um mit der kleinen Maus zu interagieren. Wenn ich sehe, dass Cleo auch so klar bei Verstand ist und nicht vielleicht schon völlig drüber, dass sie auch annimmt, was Myla da mit ihr bespricht oder klärt, dann lasse ich super gerne laufen, und dann ist auch tatsächlich inzwischen
Nee, eigentlich schon recht früh, sind da wirklich sehr nette Dinge dabei. Auch wenn die kleine Maus natürlich, umso älter sie wird, so umso frecher wird sie hier und da auch. Und da muss man natürlich weiterhin immer ein Auge drauf haben. Das Zweite, was mir super wichtig ist, ist, dass aber nur weil beide die Möglichkeit haben zu interagieren, dass das nicht im völligen Fokus steht. Und das ist was, was ich pauschal empfehlen würde. Also ich würde niemals empfehlen zu sagen, ja, und wann immer es in den Garten geht, dann wird erstmal riesig getobt und gemacht und getan. Nein, man kann auch ganz entspannt miteinander und der Fokus muss gar nicht auf der Interaktion die ganze Zeit liegen, sondern ganz viel kann man auch einfach beieinander sein, auch Nähe aushalten, ohne zu interagieren. Und ich habe im Vorfeld, also jeder, der mir auf Instagram oder auch auf Facebook folgt, der weiß das. Ich habe super, super viele Myla und Cleo-Fotos, was jedes Mal auch wieder eine wunderbare Übung war für Cleo zu lernen, dass man, auch wenn man nah dran ist und auch wenn es jetzt irgendwie dann vielleicht doch ganz lustig wäre, da was zu tun, dass man es gar nicht tun muss, dass man einfach Nähe aushalten kann zu diesem erwachsenen Hund. Und entspannt bleiben kann. Und es geht gerade um was völlig anderes. Ebenso, ne, entspannt im Garten zusammen durch die Gegend wackeln, irgendwo mal entspannt gemeinsam schnuppern. Da steuere ich mit. Und aufgrund dessen, dass Myla nicht klar genug ist, bin ich tatsächlich auch jederzeit bereit, im Zweifelsfall Cleo zu korrigieren und mich einzuschalten und ihr zu erklären, du lässt das jetzt, wenn es Myla eben nicht macht. Und ja, genau, also da ist so ein bisschen die Kunst zu gucken, was lässt man laufen, was lässt man nicht laufen. Und wie gesagt, habe ich einen Althund oder einen Erwachsenenhund, der das souverän und klar klärt. Und habe ich einen Welpen, der diese Grenzen auch wunderbar annimmt, dann natürlich spricht da gar nichts dagegen, das dann auch ein Stück weit klären zu lassen. Wobei, und auch hier jetzt so der zweite Punkt, den ich pauschal empfehlen würde, die obersten Regeln und die obersten Gesetze, die mache ich, also die macht der Mensch. Denn wir leben nun mal in einer Menschenwelt und in einer Menschenwelt sollten wir auch gucken, dass wir im Zweifelsfall das letzte Wort haben und dass wir immer noch bestimmen, was finden wir in Ordnung und was finden wir nicht in Ordnung. Also da einfach ein Auge drauf haben. Genau, also so viel zu den zwei Mäusen. Und jetzt vielleicht nochmal zu Myla selber, weil ganz viele haben sich Sorgen, nein, stimmt gar nicht. Eigentlich haben sich nicht viele Sorgen gemacht, aber ganz viele haben nachgefragt, wie geht's Myla denn jetzt mit diesem Welpen? Jetzt steht sie doch nicht mehr im Mittelpunkt und was ist denn? Also tatsächlich ist es so, dass Myla sowieso kennt, nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt zu stehen. Das muss man tatsächlich sagen, auch wenn sie hier natürlich Einzelhund war, aber sie kennt es einfach, dass es Zeiten gibt, in denen einfach nichts passiert, in denen sie auch nicht mitspielen oder mitmischen muss. Sie kennt auch, dass ich mit anderen Hunden arbeite oder andere Hunde mal da sind, auf die ich ein Auge habe von Freunden etc. Und dementsprechend ist das jetzt nicht eine völlig ungewöhnliche Situation. Spannenderweise hat Myla sofort, also zumindest haben wir alle den Eindruck gehabt, sofort geschnallt, dass das jetzt nicht nur vorübergehend ist. Und spannenderweise hat sie, aber das hatte mein Bauch im Vorfeld ja auch gesagt, dass es jetzt passt, und zwar nicht nur für uns, sondern auch für Myla. Spannenderweise hat sie sich wirklich ganz schnell damit abgefunden und gesagt, ja, die ist jetzt da. Okay. Nicht, dass sie es mega, mega toll finden würde im Sinne von, sie wollte unbedingt einen Welpen. So weit würde ich nicht gehen, aber das sind die meisten erwachsenen Hunde so, dass sie sagen, eigentlich braucht man den Welpen nicht zwingend daheim. Aber sie hat sich sehr, sehr schnell abgefunden. Es gibt ganz, ganz viele nette Situationen. Sie genießt es sehr, dass ich natürlich jetzt auch wieder mehr Zeit investieren muss, sowohl ins gemeinsame Tun, ne? Also das heißt einfach, beide Hunde haben natürlich, also nehmen aktuell relativ viel Zeit in meinem Alltag ein. Und ja, sie genießt natürlich trotzdem auch die Einzelzeit. Das heißt, was ich relativ schnell angefangen habe, ist zu gucken, dass auch Myla weiterhin auf ihre eigenen Kosten noch kommt. Das bedeutet, nach einer aktiven Einheit mit Cleo zu gucken, dass Cleo in der Box schläft und zur Ruhe kommt und diese Zeit dann zu nutzen, um einfach auch wieder einen entspannten Spaziergang mit der Myla zu machen. Und wenn diese Balance da ist, dann geht es Myla super damit, weil sie tatsächlich auf ihre Kosten kommt. Wo wir natürlich immer ein Auge mit drauf halten müssen, ist, dass sie jetzt nicht ständig denkt, dass es auch um sie geht. Da sind wir dran. Das gelingt Myla auch besser und besser, sich da auch rauszunehmen und zu sagen, gut, jetzt ist gerade Cleo-Zeit. Das liegt aber viel mehr daran, dass Myla natürlich weiß, wenn wir miteinander agieren und irgendwie was gemeinsam machen oder Fotoschießen, dann darf man sich da tolles Futter verdienen. Und da ist sie natürlich als Labi jederzeit ja gerne bereit für. Genau, was gibt es noch zu berichten?
Ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte. Also genau, kurz zusammengefasst bedeutet das, Myla geht's gut. Und auch wenn sie sich vielleicht selber jetzt keinen Welpen nach Hause geholt hätte, macht sie das so viel besser, als ich es jemals erwartet hätte. Und ja, macht das wirklich klasse und ist mit der Situation schon, also unserer Wahrnehmung nach eigentlich seit Tag 1 d'accord. Das ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Cleo findet Myla sowieso super. Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass die kleine Maus einfach nicht zu frech ist, ne? Weil Myla da einfach zu viel zulässt. Das heißt, da muss ich ein Auge drauf haben. Aber ansonsten sind die beiden also zum Teil wirklich Zucker miteinander. Genau, grundsätzlich das Zusammenleben zwischen erwachsenem Hund und Welpe ist immer individuell zu betrachten. Ich muss immer gucken, was habe ich da für Hunde, was passt für welchen Hund. Und ja, und mir ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass eben jeder auch auf seine Kosten kommt und dass es einfach auch Zeiten gibt, in denen Myla dann mal im Mittelpunkt ist oder so ihr Ding mit mir machen darf, so genau, einzelne Zeit mit Frauchen kriegt, was es natürlich sehr aufwendig macht und intensiv. Das ist der Grund, warum ich hier und da zu manchen Dingen gerade so gar nicht mehr komme. Aber was natürlich für zwei entspannte und ein relativ harmonisches, entspanntes Zusammenleben sorgt. Ja, so viel zu Cleo und Myla. Ich freue mich natürlich über Feedback, bin ganz gespannt, wer vielleicht dazu auch was von seinen Hunden berichten mag oder kann. Und ja, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt zu Myla und Cleo oder überhaupt zu Cleo und der Welpenzeit, dann immer her damit. Ich werde mich sehr bemühen, auch wenn es gerade zeitlich alles ein bisschen runter und drüber geht. Ich werde mich sehr bemühen, natürlich auch dazu dann ein Video zu machen. Ganz herzliche Grüße, viel Erfolg. Ich freue mich über jeden Kommentar zu diesem Video und ja, wünsche euch eine tolle Zeit.